Concord Million 2019 hat einen Gewinner gefunden und der steht neben mir, Johannes. Ich gratuliere zu einem grandiosen Triumph. Das ging ja eigentlich ganz gut durch, ne? Die ganze Zeit irgendwie schön durchs Feld manövriert. Wie war das Turnier für dich insgesamt? Ich habe am Starttag in Montesino, da habe ich ganz gut aufgebaut, da lief es gut. Dann hier Tag 2 war C, aber dank der tollen Struktur, mega deep, konnte ich halt lange rumnitten und folden und am Ende dann wieder ein bisschen gute Hände gehabt, aufgebaut. Gestern das Gleiche, erst C und am Ende dann irgendwie wieder ein paar gute Hände gehabt, ein paar Coinflips gewonnen, das war mega wichtig. Und ja, heute am Finaltisch lief halt einfach jede Hand so, wie sie laufen sollte. Ich habe kaum einen großen Pot verloren, außer einmal Ass 10 gegen die Zehner vom Tschechen. Also ja, lief Bombe. Ja, das klingt doch hervorragend. Ganz kurz zu den Deal-Verhandlungen. Warst du von Anfang an mit den Zahlen einverstanden oder hast du auch überlegt, ob man dich vielleicht noch was rauskratzen kann? Habe ich überlegt, so, weil ich spiele schon auch öfter mal Poker, habe auch schon einen oder anderen Finaltisch gehabt. Aber es sind halt so große Summen, da wollte ich dann nicht, dass es an den Verhandlungen halt scheitert. Deswegen war ich dann zufrieden letztendlich. Und 10.000 noch zum Spielen, auch gut. Hat ja geklappt. Die gibt es ja noch obendrauf quasi on top, wie man so schön sagt. Nachdem der Deal durch war, mega Lauf. Dann ging es ja wirklich zack, 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 da hier die Chips rein. Das war ja also unglaublich. Ja, absolut. Also da konnten die anderen auch nichts machen. Einfach Card Run gehabt, ne? Die Boards kamen, wie sie mussten, jedes All-In gehalten. Also einfach lucky durchgelaufen. Und in der letzten Hand nochmal richtig solides Full House mit 9-4, so wie es sich gehört. Ja. Super, Johannes, ich gratuliere dir zu einem großen Triumph. Das war's von uns, von der Concord Million mit dem Gewinner. Turnier ist vorbei, wir verabschieden uns. Jungs und Mädels, bis bald. Vielen Dank fürs Einschalten. Das war super. Vielen Dank.